Hallo meine Lieben, heute mache ich ein Video aus dem Wald. Falls ihr was rascheln hört, mein Hund, Yasu, Yasu, komm mal her, komm mal her. Yasu hier. Yalla, yalla, yalla. Der stolziert hier ein bisschen rum und guckt nach meinem Freund, der oben beim Auto ist. Ihr könntet ihn sogar hier noch gerade sehen, wenn man mein Auto sieht. So, dann fangen wir mal an. Bevor ihr fragt, der Hund ist an der Langlaufleine und er ist ein Hundini, denn er kriegt die Leine ab. Aber darum geht's nicht. Ich bin extra in einem Plattwald, um heute die Botschaft der Triaden zu übermitteln. Da die Triaden sich mit einem Baum verbinden, werden sie bis zum Lebensende bei diesem Baum bleiben. Es sei denn, ihr ladet sie zu einem anderen Baum ein, um den ihr euch dann kümmert. Die Triaden sind an einen Ort gebunden. Sie können sich zwar im Wald bewegen, aber stirbt ihr Baum und sie haben keinen neuen, sterben sie. Deswegen haben sie mich gebeten, eine bestimmte Botschaft zu übermitteln. Und zwar, bitte passt auf eure Wälder auf. Die Wälder sind nicht umsonst die Lunge der Natur und die Lunge unseres Planeten. Passt bitte auf. Wenn ihr Müll findet, sammelt diesen auf. Sorgt dafür, dass das Grundwasser nicht verunreinigt wird, damit die Bäume auch genug Nährstoffe bekommen. Versucht vielleicht, die Wälder vor zu viel Emissionen zu vor zu viel Verunreinigung durch Emissionen oder sonstigen Sachen zu schützen. Indem ihr zum Beispiel nicht extra weit fahrt, um in einen Wald zu gehen, sondern den in eurer Nähe holt. Oder indem ihr gar direkt zu Fuß hingeht. Also ihr könnt gucken, dass ihr Wälder in der Nähe habt. Felder, Wiesen, alle, da seht ihr den kleinen Schnuppel. Alle Bäume und Pflanzen haben eine Seele. Sie haben ein Wesen. Und sie haben auch Gefühle. Es ist sogar nachgewiesen, dass Pflanzen sich untereinander unterhalten und verständigen. Dass sie Schmerzen empfinden, in einem gewissen Maße natürlich, nicht so wie ein Tier oder ein Mensch. Aber wir verstehen Pflanzen noch viel zu wenig, um darüber urteilen zu können, ob sie mitbekommen, was wir ihnen antun oder nicht. Also habt ein Auge auf die Pflanzenwelt, habt ein Auge auf eure Umgebung. Sammelt Müll auf, wenn ihr ihn findet. Schmeißt Müll erst gar nicht in die Natur, denn dort hat er nichts zu suchen. Haltet euch einfach an grundlegende Respektregeln. Vor 100 Jahren hat auch niemand seinen Müll einfach in den Wald geschmissen und gedacht, ja, irgendjemand wird schon aufheben oder ist mir egal, was damit passiert. Unser Müll, unser Plastik verrottet nicht. Tiere können es fressen und davon sterben. Das kann sich in Mikroteile zersetzen und ins Grundwasser gehen, sodass wir es wieder aufnehmen. Es schadet einfach dem kompletten Lebenskreislauf. Also sorgt dafür, dass es sowohl euch gut geht, euren Wäldern gut geht, Wiesen gut geht, Bäumen, Pflanzen, allesamt. Das ist die Botschaft der Triaden. Sie wollen uns darauf aufmerksam machen. Denn wenn es sie irgendwann nicht mehr gibt und wenn es irgendwann keine Bäume mehr gibt, kann man keine Vögel mehr zwitschern hören. Da sind wir dem Tode geweiht, weil wir keinen Sauerstoff mehr produziert bekommen. Und es gäbe keine schönen Landschaften mehr, in denen man spazieren gehen kann. Keine Orte mehr, an denen man sich entspannen kann, die natürlich sind. Also es gibt viel mehr Kontrapunkte anstatt Pro-Punkte für Verschmutzung. Sorgt einfach dafür, wenn ihr Müll habt, packt ihn in eure Tasche. Ob ihr ihn jetzt noch 5 Meter mittragt oder nicht, ist egal. Von daher, ich hoffe, ich habe euch zum Denken angeregt. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ihr versteht die Triaden. Ihr versteht die Wichtigkeit der Botschaft. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit, viel Energie, viel Geduld. Dass wir alle gut über diese Corona-Krise kommen und uns alle gesund durch diese Zeit bringen.
Das war's von mir. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.